So, weiter geht's hier, Leute. Neue Folge, neues Glück. Jetzt hier irgendwo am Airfield. Ich habe keine Ahnung wo. Lasst uns mal hier reinstürmen, wa? Sobald ich mal hier dieses scheiß Ding bewegt. Ja, bewachten außen. Ich mach hier außen. Ich mach ihn. Das hab ich gemerkt, wie alle da reinstürmen. Ich geh kacken. Also, es ist jetzt niemand draußen, oder, von euch? Doch, zwei Mann. Ach, Server restart. Ah, fuck, ey. Ja, Timing. Was willst du? Ach so, mit Wärme. Ein Nachtsicht. Oder Nachtsichtgerät. Ja, das Nachtsichtgerät wolltest du doch eigentlich noch machen. Ja. Da kommt mit Sicherheit auch irgendwann Thermo. Da geht denn da links in den Turm rein? Ich bin im Tower. Es geht nichts über. Hallo, ich seh dich. Ah. Du bist schon mal hart. Tony, komm mal her, du Näher. Tony, ich komm mit in den Tower. Da steht ein Zombie draußen. Chris Boon! Ah. Komm mal her, Ming. Ich komm auch mit in den Tower. Ich bin oben. Gut, ich komm hoch. Braucht jemand was zu saufen, sondern buddeln, und sonst bring ich die mit, wenn. Oh, hier hat eine Kopflampe. Brauch ich mal was zu saufen? Nein. Nee. Gut. Chris, ich komm mal mit hoch. Habt ihr euch jetzt wieder aufgeteilt, oder was? Immer. Braucht jemand Munition? Für? Ich mach mal den Zombie hier draußen weg. SKS. Oh, hab ich ihn weg. Oh, Woodstock mitnehmen. Woodstock, ganz wichtig. Bist du ein Bluttest-Kit? Nein. Zombie ist down. Ich finde die Frame-Abstürze einfach so scheiße. Ah! Da ist ja noch ein Zombie. Au! So sieht ja eine Farbe aus, der Kader. Warum sind so? Warte mal. Du bist schwarz. Oh nein, ich bin auch schwarz. Guck dir meine Hände an. Bist du da raus, Dante? Ne, ich sitze hier noch. Hingeschmissen? Ja, ich guck mich auch noch hier von mir oben. Ich guck hinter dir Richtung Hangars. War keine gute Idee im Haus, wa? Ich hab mich auch meinen Rucksack hingeschmissen. Aber den hab ich schon wieder. Aber wie lange dauert das denn jetzt, immer so ein Zombie umgehauen hat? Ist ja übelst. Ich guck mal unten. Ich guck mal hier, ob ich wieder finde. Ich trink mal was draußen. Schaffst du zumindest. Wer ist denn das hier bei den Treppen? Was hast du hingeschmissen? Atlas. Nö. Energized. Hier unten liegt nix. Das ist eine Putze. Okay, hier auf dem Airfield. Entschuldigung. Ich komm jetzt in den Funkturm rein, ne? Wer trinkt denn gerade? Ich und Dante sind im Tower drinne und sichern von oben ein bisschen so die Gegend ab. Hier liegt Klebeband. Fuck. Yeah, Ingrid. Das war dämlich. Hier liegt noch eine Mosin. Cool. Mosin mit PU-Scope. Das sind noch Pfeile, Chris. Wo? Ja, oben. Komm hoch. Bringen sie dir mit. Und Munition. Also niemand will Mosin haben. Gut. Wo ist denn die? Schmeiße dir hier hin. Ne, ich schmeiße da draußen. Hier im Funkturm. Schmeiße gib dir mir, du Arschloch. So, da bin ich schon. Ich hab dir schon Atlas-Bipod gegeben. Ey! Schießt hier jemand, oder? Nee, das war ein Faustschlag, Mann. Aber was für einer. Das war der Brutale wie am Zaun. Ja, ja. Schau sie dir hier draußen hin, ne? Jo, und dann sind's trotzdem weg. Warte, jo. Ey, eine Gasmaske. Oh, ist dahinter. Ja, das war meine alte. Geh weg! Die nehm ich. Ach, geht's vor deine alte. Wer ist das? Die Gaschmaske, es war meine alte. So, wer ist nicht hier da drin? Ich geh mal in den ersten Hangar. Leggy, geh mal mit, ich komm dann gleich. Wo erster Hangar, also, okay. Warn, und das ist Warn. Ich will meinen scheiß Atlas, people. Wer läuft denn da zum Hangar? Ich. Was, nicht mal Deckung? Verdammt. Was liegt denn hier? Oder war schon jemand hier oben auf dem Dach? Oh nein, grüß! Also, das ist echt. Das ist geil. Aber das ist nicht so schlimm wie ein ganzer Rucksack. Oh doch. Nee. Für mich schon. Das ist ein ganzer Rucksack gewesen. Ja, ist denn das dann jetzt vor mir hier? Wer ist denn das hier? Ich. Okay. Also ich gehe hoch aufs Dach, also dann sind wir hier decken, hier drin, ne?
Wir behalten das hier, das ist sonst Quatsch. Chris, bist du schon im zweiten drin, oder was? Ich renne da jetzt hin, ja. Jetzt bin ich drin. Geil! Hier ist ein Long-Range-Scope. Juhu! Ich bin der Geilste! Geh nicht wundern, ich komm nach. Ja. Endlich habe ich mal ein Long-Range-Scope, ey. War dann denn in den... Funkgebäude da, in den Teichstück gegen? Ja. Ja? Ich bin noch im Funkgebäude und auf dem Dach. Und ich sitze unten drinnen. Da. Hallo! Anna, guck. Ich hatte wenigstens beide in dieselbe Richtung, damit es lohnt, oder? Ich behalte hier alles im Auge. Überall. Alles. Tür geht auf, Tür geht auf! Wo? Oh, da ist einer, da ist wirklich einer. Wo? Wo? Direkt in dem letzten Gebäude auf dem Hangar. Sehe ich nicht. Er schießt, wer schießt? Sehe ich nicht, sehe alles. Es ist nach dem zweiten Hangar, das Gebäude. Also hinter, und das sehen wir also nicht, gut. Toni, du schießt auf den, ne? Ja. Der rennt hinter den zweiten Hangar, ne? Lass ihn nach vorne laufen. Er ist hinter dem zweiten Hangar durch jetzt. Ja, der läuft vor dem Hangar, der ersten rum. Das sind wir. Achso, ich bin hier in dem Haus drin. Er ist hinter dem zweiten Hangar gelaufen. Er rennt also zu euch. Okay. Also zu uns. Hinten lang. Ja, hinten lang. Jetzt, hinter dem Hangar war der. Ich bin an dem Hangar. Ich bin an dem. Wo seid denn ihr hier? Wo seid denn ihr jetzt? René, du siehst mich, ne? Ja, ich seh dich. Und du musst weiter links gucken, hinter dem Hangar. Ja, ich guck links. Da, wo du auch jetzt hinschaust. Genau. Ja. Da steht noch Toni, ein Zombie. Toni, bist du das hier unten? Bist du das hier unten, der da liegt? Ich lieg nirgendwo. Er liegt hier unten im Gras drin. Im Gras. Zumindest hier, wenn du auch bei dem Haus mit bist. Jo. Ich bin in dem Haus drin neben dir. Ich guck also vor dem Hangar. Also einer guckt da vorne bei dem Hangar, hoffentlich. Ich guck da, ja. Ja, bitte, dass da ja nicht... Wer ist denn oben im Punktturm? Ich. Ja. Gut, die beiden. Der wird wahrscheinlich rausgelaufen sein. Nee. Weil der war direkt hinter dem Hangar, ist der lang gerannt. Ich gucke, ich gehe wegen ran. Wird er bestimmt auf freies Feld gerannt sein. Ich sehe aber da nichts. Der ist nicht auf das Feld. Er ist nicht vorne rausgekommen. Dann bleibt, ist er noch irgendwo da sitzen. Wer ist denn hier in dem kleinen Gebäude drinne hier? Ecki? Ich bin das. Gut. Ich bin das, jo. Da ist mein Atlas-Peepoint weg. Geige! Fuck, Chris, fuck! Bleib einfach da, Sasch, geh nicht vor. Ich renn da vor, da geh auf einmal die Ich kann nicht dahinter gucken, genau. Na, Toni, guckst du dahinter? Ich geh mal hier hinter die Kaserne und geh mal von der anderen Seite rein. Oh yeah, Leute, das ist wieder spannend hier beim MGCV. Ist das ein Zombie da vor mir? Gegenüber ja, von dem Town? Das ist ein Zombie. Okay, also bis dahin kannst du auch gucken. Ja, den sehe ich. Ich sehe ja noch viel weiter. Aber ja, müsste ja links. Theoretisch eh nicht wissen, dass der andere Teil von uns hier auf der Seite ist. Ja, das kann er auch nicht wissen. Aber ich kann nicht so weit hinter den Hangar gucken. Wenn du jetzt davor gehst, bist du aus meinem Sichtfeld. Macht ja nichts. Scheiße, geht vor uns die Tür auf, Alter. Geh mal drauf, ne? Ich wusste, niemand ist vor mir, deswegen kann es nur ein Gegner sein. Und der hat geschossen oder was gleich? Ja, nee, der Toni hat ihn dann gesehen und geschossen. Vielleicht ist der tot. Warte, ich bin jetzt wegen rübergerutscht, aber ich vielleicht weiß nicht, redet... Ich hab ihn eventuell erwischt, wo er hinter den Hangar gerannt ist, nochmal. Ja, einer noch? Aber ich glaube nicht, nö, also ich nicht. Ich auch nicht. Kann da sein. Ich geh mal Richtung Hangar. Redet doch einfach mit ihm. Ja, wie immer. Ich glaub nicht, dass der in Reichweite ist. Ich glaub, der liegt hier. Ich glaub, ich hab ihn. Hinter dem Hangar, hinter den beiden Hangern? Ja. Ach, hier ist er, ja. Ist er tot? Warte mal, ich schlag nochmal mit der Axt drauf. Mach doch einfach Puls checken oder so. Das ist einfach von Toni. Ja, genau, hau schön drauf, Junge. Da ist echt tot. Ich hab ihn tatsächlich nochmal, wie ich kurz bevor er hier hintergegangen ist. Meinem einzigen Schuss, den ich habe gefeuert, hat Toni. So macht man das. Gut gemacht, Leute. Der hat aber bestimmt nicht damit gerechnet, dass jetzt so viele auf dem Airfield sind. Der hat auch eine Maus hin. Der hat sich bestimmt eingeloggt hier gerade. PU-Scope. Der hat einen Premade, das nehme ich mal gleich mal. Schade, ich hab den seine Dings ruiniert, seine Hosen.
Aber Kenneth oben ist noch ganz krass. Ja, alles ist ganz bis auf seine Hose und was da drin war. Und hier habe ich noch genug. Wer braucht für den Mosen, kann nehmen. Oh, da ist sogar noch ein Stück. Ich hab noch ein bisschen. Ja, ich nehme mal noch den Stück. Nee, die sind kaputt, die Stücke. Ich. Alles, was in seiner Hose ist, ist kaputt. Gut. Kann ich auch nichts dafür. Ja, komm, aber ich hab Morphin, das stecke ich mal ein, okay? Oh, das ist gut. Wenn da noch was drin ist? Da und ist noch voll das Ding. Wir hatten ja gerade was geladen. Ich. Gut. So, der hat 3 Maps einstecken können. Da halt. War jemand was zu trinken? So eine Bottle? Jo. Was macht ihr mit dem Scope dann? Aufessen. Scope. Ich hab auch noch einen PU-Scope. Weil du eins brauchst. Ich hab auch einen PU-Scope. Und so weit weg war er. Ich hab nur seine Hosen kaputt gemacht. Kann auch sein, dass ich ihn gerade mit der Axt kaputt gemacht habe. Aha, okay, das kann natürlich sein, Tony. Ich hab ne auf dem, ja. Ach, Fortschwing, jetzt kann ich wieder alles trinken von dem Ding. Ach ne, Fortschwing ist das andere. Ja, es sind halt bestimmt, war bestimmt so ein Serverhopper hier, weil die Tür war ja zu. Naja, klar. Und da hat sich eingeloggt, ja. Das bin ich jetzt. Schau, hab ich die übelste Frame-Verlust, wenn ich ranzoome, ey. Das wollte ich schon sagen. Und da siehst du, Chris, früher haben wir alles zerschossen, aber dank Ghost. Und dann habe ich so geguckt, wo der Tony hinschießt, und dann habe ich den hinter den Hangar laufen sehen, in die Richtung. Ja, mich hätte es halt gewundert, wenn er noch großartig war, weil den hättest du gesehen. Ja, das hätte mich auch gewundert. So. Ich glaube, der war so erschrocken durch die 2-3 Schüsse dort. Der wollte auch nur noch weg. Weil an manchen Ecken habe ich 70 Frames, wenn ich ranzoome. Und wenn ich manchmal irgendwo hier auf den Airfield gehen, kackt's bei irgendwie an die 20 ab manchmal. Er hat einen Green Bandana. Also 4 ist einfach das Spiel. So, was? Ich komme jetzt wieder runter, oder? So. Ja, oder wollt ihr erstmal wieder da raus? Gleich mein Foto schießen, wie er da an der Leiche da rum hantiert. So, und hinter den Hangern, Chris, ist dann quasi die neue Stadt. Ne, hinter den Hangern, hinter dem Airfield. Nördlicher. Also wir müssen jetzt von den Hangern aus, vom Eingang von den Hangern, quasi nördlich. Ich geh mal an das Haus hier. Wo der drinne war. Ja. Oder? Da ging die Tür auf, oder? Wir wollten gerade genau drauf zugehen, aber geht die Tür auf. Die Haupttür da direkt. Das ist natürlich krass. Und dann haben wir uns dort hier bei den Mülleimern dort versteckt, hier dort. Der hat uns erst gar nicht gesehen, ne? Aber der hätte keine Chance gehabt. Aber er weitergelaufen, ne? Die U-Scope. Yeah. Ich komm jetzt zu euch, also nicht wundern und nicht schießen. Braucht jemand einen Ballistikhelm? Ich hab ihn. Ich kann ihn nicht aufsetzen, wenn ich eine Maske auf hab. In den Hangern war nichts drin, ne? Nicht wirklich, ne. Heißt? Nichts, was noch lohnenswert wäre mitzunehmen. Ich glaube, noch ein paar Schuhe waren da. Okay. Und ein neuer Assault West, falls jemand eine findet. Na, hier auf dem Airfield gibt's sowas so gut wie nie. Man muss mal für. Ne, ich brauch sowas, also. Die Zukunft. Aber Stöcke liegen hier nochmal. Und ist gut. Weil nämlich dieser Scheiß Tim, müssen wir ständig meine Klamotten kaputt machen. Das können sie, aber das können sie. So, ich komm wieder raus. Also der Führer führt uns in die neue Stadt, aber ich bin's jetzt nicht, weil ich nicht weiß, wo die ist. Wir sind jetzt hinter den Hangar nochmal gerannt. Ich. Genießt die Sonne, hä? Genießt den Anblick eines Toten. Wir rennen hier schon wieder rückwärts und glitscht hier durch die Gegend.
Ist Dante mit seiner Designer-Sonnenbrille? Hä? Ja, der da. Ich glaub, ein Verrückter. Wer ist denn das da hier? Wer bist du? Der Hode da? Ich glaub, das ist der René. Anhand seiner Knifte würde ich sagen, ja, der René ist der Einzige, der ein Bajonett dran hat. Der erzählt nichts und ist weg. Was? Nee. So ist das du. Wer ist der Neger hier? Also. Das ist der Sasch. Also bist du das jetzt hier in dem roten Pulli, René? Jo. Alles klar. Was wollt ihr denn von mir? schon gut. Machen wir jetzt hier eine Folgenpause oder was? Wieso, wir sind doch erst hergekommen mit Folgenpause vorher. Ja, aber wir wissen schon, dass wir nicht da lang müssen, ne? Wir waren hier mindestens schon eine Viertelstunde oder so, das reicht. Keine Ahnung, du weißt ja, wie lange das ist. Wir wollen erst das neue Dorf. Ja, das ist hier, da müssen wir von den Hangern da quasi... Naja, gut. Okay, dann machen wir erstmal hier ein kleines Folgenpäuschen und wir sehen uns dann vielleicht im neuen Dorf wieder. Tschüss! Tschüss!